Wie ist es eigentlich mit Christeville und Corona? Ich bin ehrlich, natürlich uns als Vorbereitungsteam beschäftigt diese Frage schon, wie wir Christeville durchführen können. Aber wir haben es gerade wieder im Leitungsteam entschieden. Wir ziehen durch. Damit gehen wir ein Wagnis ein, auch finanziell. Aber wir glauben so sehr, dass diese junge Generation jetzt ein glaubensvertiefendes Festival braucht. Hier sind die drei wichtigsten Fragen zu Corona und Christeville. Erstens, was ist eigentlich mit meinem Beitrag, wenn Christeville nicht im Mai 2022 stattfinden sollte? Wenn wir wegen behördlicher Auflagen kein Christeville durchführen können, dann garantieren wir euch, wir erstatten den Beitrag zurück. Das finanzielle Risiko trägt allein das Christeville. Zweite Frage, welche Gehregel wird eigentlich gelten? Tja, wenn wir das schon wüssten. Das wissen wir noch nicht. Wir würden gerne ein Christeville für alle ermöglichen. Aber wenn die behördlichen Auflagen es vorsehen, kann es auch ein 2G-Christeville geben. Drittens, wie garantiert ihr eigentlich den Gesundheitsschutz auf dem Christeville selbst? Auch hier halten wir uns natürlich an die in Thüringen geltenden Corona-Verordnungen zu dem Zeitpunkt und wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Schon jetzt sieht unser Hygienekonzept natürlich mehr Chancen zum Händewaschen und Desinfektionsspender vor. Also, egal wie auch immer es aussieht, uns hilft es total, wenn ihr erstens für uns betet, dass Christeville stattfinden kann und zweitens euch jetzt schon anmeldet, damit wir wirklich gut planen können. Wir sehen uns am 25. Mai in Erfurt.